Erschein aber schon aus dem Mauslabyrinth. Voll amtisch. Auch von den Wiedermischer haben die paar Drüpse fallen lässt, kommen die Leute aber hier hin, für ein paar schöne Stunden mit uns zu verbringen. Durch den Labyrinth zu gehen oder um Lampischer durch Mart Lokalprodukte zu kaufen. Ein Thema haben wir als Haut rausgepickt, für mehr Not zu belichten. Und zwar Bayern heute zu Lützburg. Wie steht es dann das Jahr am Honig? Der Paul Göd hat von Monrisch erklärt. Ja, der Moment mit Bayern zucht, also nicht gerade so rosig, wenn wir den Moment bei uns gucken, als schon weit an den Hirsch dran. So, dass er am Süden gar nicht mehr lassen als das Hirsch. Nur der Obstblei und nur dem Raps kann er in den Süden vergessen. Dafür muss er bis an den Norden fahren, da als nach mehr lassen. Und der Norden ist eine ganz andere Landschaft, auch von der Landwirtschaft her gesehen, viel mehr vielfältig, so dass der Honig auch eine andere Konsistenz hat wie hier im Süden. Well, das Jahr, also Jahr, was ganz schlecht ist, das gesagt ich noch beim Obst, das hat alles schön geblieben, mit vor nicht dem Zeitpunkt, wo ich bei geflohen ist. Also hier im Süden war gut kein Rekord. Am Norden ein Minimalrekord, also kann ich sagen, dass ein, quasi ein Zinktel, mal nicht ein Zinktel von dem, was normal an der Rekord wird. Ja, du sagst also auf der einen Seite, wenn ich nur guckt, Pferde, was das schon mal nicht mitgespielt wird, mehr am Allgemeinen geht die Honigproduktion zurück. Das tut apart am Süden durch die Landwirtschaft, weil die Landwirtschaft eine ganz andere Struktur kriegt wie vor 20 Jahren. Ich habe schon gesagt, die Obstblei und der Raps, von den River ist, dann ist halt der Süden tot, weil der Rest hat nicht mehr Silo gemacht, sodass keine Blume übrig bleibt, sie hat bei der Betzig oder weiße Klee. Also du hast gar kein Trost mehr da. So können wir den Süden geschwind ganz vergessen. Wie immer begrüße ich mich gerne hier am Mauslabyrinth zu Lampisch. Auf Freien also auf Ihren Besuch.